Zurück bei der Grip Short Challenge. Matthias Malmedy, Cindy Allemann und Niki Schelle sind am Start. Für 250 Euro dürfen sie sich ein Auto ihrer Wahl aussuchen und haben sich für Renault Twingo, VW Polo und Ford Courier entschieden. Mit ihren Schätzchen haben sie bereits einige Challenges bewältigt, aber jetzt kommt das Highlight. Das Ziel der Übung? Gewichtsreduzierung. Alles muss raus. Aber der Wagen muss fahrbereit bleiben, denn was die drei Kontrahenten noch nicht wissen, nach dieser Challenge wird ein Rennen der Extraklasse ausgetragen. Alles raus, was keine Miete zahlt, Gewichtsersparnis, absolut perfekt. Freue ich mich sehr drauf. Gewogen werden die herausgenommenen Teile in diesem Container auf einer mobilen Waage. Ausgeschlachtet werden darf alles, außer Dach, Motor und Fahrersitz. 5 Minuten allein, 10 Minuten hilft die Feuerwehr mit Profigeräten. Wenn ich einfach das Teil anschaue, wir haben da wirklich so viel Masse zum Gewichtsverlieren. Also spot on, das muss doch auf jeden Fall meins werden. Matthias und Cindy dürfen nicht zuschauen, damit sie Nikis Taktik nicht abkupfern. Die zwei Türen, die machen schon mal ganz schön was am Gewicht her. Niki konzentriert sich als erstes auf die Türen seines Lieferwagens. Doch die beiden vorderen bringt er alleine nicht raus. Oh Gott, der untere ist natürlich total im Arsch. Gut, dass jetzt die Feuerwehr hilft. Okay, den durch und den da unten durch, den kann man rausklopfen. Hinterm Sitz, das tue ich hinaus. Mit schwerem Gerät geht es dem Ford Courier ordentlich an den Kragen. Striptease am Schrottauto. Der kantige Ford mutiert langsam zu einem fahrbaren Metallgerüst. Alles muss raus, was Gewicht bringt. Scheibenwaschbehälter. Der wiegt normal auch sehr viel. Gut, Servolenkung können wir brauchen. Kühlergrill weg. Ich hoffe nur, die Jungs bringen den Beifahrersitz auch raus. Batterie brauchen wir auch noch einmal. Den nehmen wir noch raus. Wir saugen jetzt direkt die Ansaugluft direkt oben an. Es gibt auch noch mal hotte Hüs. Jawohl. Weiter geht's. Den Sitz haben wir. Ah, Geilikowski. Die Scheiben noch. Die Scheiben. Niki reißt raus, was geht. Die Zeit läuft. Nur noch wenige Sekunden. Die groben Teile sind weg. Jetzt geht's an die Kleinigkeiten. Und immer dran denken: Am Ende muss der Wagen noch fahrbereit sein. Gut. Ah, geil. Ja, da könnte man mal jetzt schwitzen. Jetzt muss ich natürlich echt sagen, schaut aus wie eine Waffe. Jetzt bin ich voll zufrieden. So sehen Sieger aus. Und was heißt das in Zahlen? Okay, dann haben wir hier jetzt 1080 Kilo, 920 wiegt der Container. Das sind 160 Kilo, was ich abgespeckt habe. Also das, denke ich, ist aller Ehren wert. Das soll ein Mann mir oder Frau mir erstmal nachmachen. Der nächste, Matthias, der hat gleich Bedenken. Das Problem ist halt, dass mein Auto so klein ist und gar nicht so viel Gewicht verlieren kann. Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ein Nachteil, ja, das stimmt. Mist. Einmal. Zweimal. Matthias legt los. So. Ah. Scheibenwischer braucht doch kein Mensch, oder? So, die Tür. Nee, da brauche ich die Jungs dafür. Nee. Einmal. So. Ah. Scheiße! Einmal. Ab. Wir haben den aber auch schön zusammengebaut. So. Was kommt da mal raus hier? Die Becher braucht kein Mensch. Ja, los, Jungs! Hier, die Schere, Tür abschneiden. Mal die Rückbank rausbauen. Geht das nicht schneller, wenn wir das abschneiden? Dürft ihr nicht reden, oder was? Dürfen sie schon, aber sie konzentrieren sich lieber auf die Arbeit. So, Sitz. Hier, mit dem Kuhfuß den Sitz weg. Los, Kuhfuß, Sitz. Ja, aber ihr müsst gleichzeitig arbeiten. Ihr könnt nicht hier rumstehen. Wie geht denn eigentlich so eine Scheibe raus? Die darf nur nicht kaputt gehen, das ist das Wichtige. Weil sonst ist das Gewicht nämlich nicht in den Container, sondern auf dem Boden. So baut man eine Scheibe aus. Matthias gibt alles. Ja, alles rausreißen, Jungs.
Auf die Seite und Auspuff abschneiden. So, genau. Da schneiden wir ab. Da schneiden wir, genau. Jawohl. So macht man Auto leichter, Freunde. Und besser und schneller und lauter. Und den Container voll. Aufstellen. Jawohl. So, Handbremse abschneiden. Was? Ah nee, die Handbremse brauche ich vielleicht noch. Okay, stopp. Gute Arbeit. Yes. Da kommt man in so einen richtigen Rausch rein. Hier, das rausreißen. Und jetzt müssen wir erstmal uns anhören, wie sich das Fahrzeug nach der Entnahme des Auspuffs anhört. Ja? Gang aus. Yes! Das ist ein Rennauto, hä? Wie viel konnte Matthias abspecken? Niki hat ja schon ordentlich vorgelegt. 120 Kilo. Niki, wie viel hast du gespart? Ja, da wirst du staunen. Ich habe 160 raus. 160? Ja. Flip aus, das gibt's doch nicht. Ah. Was hast du da alles ausgebaut? Ja gut, das ist der Rest halt alles ein bisschen schwer gewesen. Ja, deine Türen sind auch so groß, ne? Genau, die Hintern. Ja. Naja, aber jetzt schauen wir mal, was kann Cindy? Cindy, ja. Cindy. So, Motorhaube auf. Erstmal einmal prüfen, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich kann schneiden mit der Stahl. Cindy hat leider zu wenig Kraft. Ja, das ist nichts. Was gibt es noch zu tun hier unten? Matthias und Niki dürfen diesmal zuschauen. Sie haben ihre Aufgabe ja bereits hinter sich und zeigen sich ganz generös. Okay. Überleg dir, was die Jungs dann wegbauen sollen. Was die Jungs können aufbauen, nein. Ja, aber das machen sie nachher, oder? Sie hat was abgebaut. Yeah, sie hat noch was abgebaut. Yeah. Hey, hör auf! Wir feuern dich an. Ah, das geht nicht, okay. Bisher sieht das leider nicht so gut aus. Okay, also ich brauche einen, der macht den Kofferraum. Eins kann die einfache Sitz machen und ein kann der Frauschuhstange machen und Motorhaube. Mit geballter Kraft der Feuerwehr sieht das doch schon viel besser aus. Cindy macht klare Ansagen und die Männer geben alles. Teil verschwindet im Container und Cindy ist hochmotiviert. Matthias und Niki benehmen sich ordentlich daneben. Cindy! Das wiegt 5 Gramm, das Kabel. Ja, aber es schlägt so. Ja, und ist doch egal. Ja, ich weiß nicht, was ich muss tun sonst. Eine wirklich schwere Aufgabe für eine zierliche Frau wie Cindy. Doch sie gibt alles und hilft den Männern, wo sie kann. Bis zum Schluss wird der Polo mit vereinten Kräften ausgeschlachtet. Good job, danke schön. Du schwitzt, was ist los? Danke. Okay. Dankeschön. Das war schwierig bei mir. Danke. Ich wusste einfach nicht, wie ich ein Auto kaputt machen muss. Bei mir bleiben immer die Auto heil eigentlich. Deswegen, ja du, das ist wie es ist. Schauen wir die Resultate jetzt. Und das ist eine Überraschung. Offenbar haben die Feuerwehrjungs richtig reingehauen. 130 Kilo. 130? Was habt ihr geerntet? 130. Was? Ja, er hat 160, ich habe 120. Nicht Letzte? Ja. Nein, Cindy, du bist Zweite und bekommst 2 Punkte. Matthias bekommt lediglich einen Punkt und Niki ergattert diesmal die volle Punktzahl. 3 völlig ausgeschlachtete Schrottautos sind bereit für die nächste Challenge. Es wird die letzte ihres Autolebens sein. So, los geht's. Ja, nächste Aufgabe. Eure Aufgabe. Mit den erleichterten Autos fahrt ihr nun ein Rennen. Der schnellste gewinnt. Yes. Ein Rennen jetzt, das wird ernst. Endlich. Ja, jetzt geht's wirklich um alles. Ein Rennen jetzt mit diesen ausgeschlachteten Autos zu fahren, ist die grandioseste Idee, die ihr jemals gehabt habt. Das ist einfach richtig lustig. Jetzt gibt's den vollen Fight. Also nicht bloß so, dass man jetzt irgendwie auf einen anderen Rücksicht nehmen muss, sondern vielleicht auch schauen, dass man irgendwie so, wie kann man sich da am besten vermeigogeln. Die Strecke, der Rundkurs am Flugplatz nahe Tuttlingen. Gefahren werden insgesamt 2 Runden.
Ein Rennen mit skelettierten Autos ist nicht ungefährlich, Helme sind Pflicht. Ich bin volle Attacke, werde alles geben hier. Rundstrecke ist meine Spezialität, endlich. Ich habe das beste Auto, ich bin der beste Fahrer, klar gewinne ich. Ich muss mich auf Cindy konzentrieren, weil es geht ja um die Gesamtwertungspunkte. Sollte ich vor Cindy bleiben, dann bin ich automatisch Sieger und das ist jetzt mein Ziel. Letzter Akt der Grip Short Challenge. Oh, was ist mit der Cindy los? Wieso ist das Cindy so schnell? Matthias schiebt sich nach vorne. Das gibt's ja nicht. Ich halte mich aus allem raus, Leute. Ihr könnt meinetwegen machen, was ihr wollt. Hauptsache, Herr Malmedy behält die Führung. Mit seinem ramponierten Twingo läuft es wie am Schnürchen. Er hat mittlerweile 2 Fahrzeuglängen Vorsprung. Der geht nicht schneller. Ich muss als Cindy vorbei, das gibt's ja wohl nicht. Go, 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 go! Er geht weg, der Matthias. Das Auto geht gar nicht vorwärts. Kommt da irgendjemand ran? Natürlich nicht. Bestes Auto, bester Fahrer. Niki Schelle versucht an Cindy vorbeizukommen mit allen Mitteln, auch mit unfeinen. Wow. Ja. So, die haben wir, glaube ich, entsorgt. So etwas ist nur mit Schrottautos möglich. Niki kennt keine Gnade. Er will den Gesamtsieg. Ich glaube nicht! Er hat mich rausgeschmeißen! Nein! Nein! Ist ja mal weg gewesen so. Ja, los! Also, wie er sich freut, ne? Wie er sich abgeräumt hat. Das ist einfach ehrlich, Niki. Ja. So bin ich halt leider. Also, nein, ein echter Gentleman. Nein, aber es war jetzt nicht Absicht. Also ich habe mir jetzt dann gedacht, bevor ich jetzt da noch 1,5 Runden hinterherfahre und auf das habe ich jetzt gar keinen Bock mehr gehabt. Naja, Niki, so ganz fair war das nicht. Das ist geil. Ich flipp aus. Cindy ist wieder dabei. Nein, wir bezahlen, ne? Der Arschloch, ich kann nicht glauben. Ich bin wirklich klein und macho. Das war ein Rennunfall. Also in jedem wird es als Rennunfall. Und es war dann wirklich das Schlimme an dem, war dann so. Ja, es war dann wirklich das absolut Schlimme. Ich habe mich gar nicht mehr konzentrieren können aufs Rennen. Weil ich du dich so kaputt gelacht hast, dann schon, ja. Ist schon komisch hier irgendwie. Ist ein bisschen so, als wenn was brennen würde. Bei Matthias riecht es komisch. Cindy ist auf 180 und Niki hat nur eins im Kopf. Das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Ich komme nicht näher an Matthias, aber das ist nicht mein Ziel. Kann Matthias seinen Vorsprung bis ins Ziel halten? Letzte Kurve. Und den Drift nochmal, jawohl. Yes! Startzielsieg, Freunde! Nein! Yeah! Was? Yeah! Ich hab gewonnen! Ja, aber die Gesamtwertung! Was für eine Gesamtwertung? Ja. Ich erstmal ganz kurz. Ne? Erstmal hab ich das Rennen gewonnen. Ja? Ja, das müssen wir jetzt erstmal kurz festhalten. Okay, aber es interessiert ab sofort jetzt niemanden mehr, weil der Gesamtsieger bin nämlich ich und das ist die Hauptsache. Ja, aber er hat mich rausgeschmissen, sonst hättest du nie gewonnen. Ich fand das auch voll unfair, wie der Niki gefahren ist. Ich finde, der gehört disqualifiziert. Ja, genau. Die Entscheidung. Matthias gewinnt das Rennen mit 3 Punkten. Cindy ist Letzte und bekommt 1 Punkt. Sportsmann Niki schnappt sich 2 Punkte und ist somit Gesamtsieger. Du bist perfekt gefahren, du hast ein super Benehmen, du hast die Lady nicht behindert. Mich bist du, der Schrott-Champion. Ja gut, soweit war, bin ich ja voll zufrieden, aber ich würde sagen, die fahren ja noch. Da genau, können wir noch die eine machen kleine Runde richtig kaputt. Okay. Alles klar. Aber das wird letztendlich doch die Schrottpresse übernehmen müssen. Denn noch steckt in jedem Auto eine Menge Leben. Mehr als gedacht. Der Twingo geht einfach nicht kaputt. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.